Heute am 20. November 2018 ist ein wichtiger Erfolg zu vermelden. Im fünften Trilog zwischen der Europäischen Kommission, dem Parlament und dem Rat haben wir ein Ergebnis zustande bekommen und wir werden in Zukunft auf der Ebene der ganzen Europäischen Union einen Mechanismus haben, um bei sensiblen ausländischen Direktinvestitionen in irgendeinem Land der Europäischen Union zusammenzuarbeiten, Informationen auszutauschen und gemeinsam dafür zu sorgen, dass die Anliegen der Sicherheit und der öffentlichen Ordnung bei solchen Investitionen nicht unter die Räder kommen. Das war keineswegs ein selbstverständliches Ergebnis, als eine entsprechende Initiative aus dem Parlament kam und auch von Frankreich, Deutschland und Italien zusammen vorgeschlagen worden war, gab es viele zweifelnde Stimmen. Aber die Entwicklung in der jüngsten Vergangenheit hat dann eben dafür gesorgt, dass doch die Einsicht sich verbreitete, wir brauchen ein solches Instrument, um nicht zuzulassen, dass wichtige Infrastruktur zum Beispiel oder andere Investitionen, die Sicherheitsfragen berühren, in einer Art und Weise entschieden werden, dass wir plötzlich feststellen, wir sind nicht mehr in der Lage, unsere eigene europäische Souveränität durchzusetzen. Ich muss sagen, es war eine positive Atmosphäre zwischen den verschiedenen beteiligten Institutionen. Wir haben uns die Tatsache, dass plötzlich auf der Schlussstrecke Italien abgesprungen ist und gesagt hat, wir wehren uns jetzt gegen diese Sache, die wir selbst mit angestoßen hatten, einfach als Ermutigung genommen, die notwendigen Kompromisse zu machen. Und ich glaube, damit zeigt die Europäische Union, dass sie handlungsfähig ist, was, wenn es darum geht, in Handelsfragen auch neuen Herausforderungen sich zu stellen und ihrer Herr zu werden. Ich bin ganz froh, dass das geklappt hat. Ich habe mich dafür zugegebenermaßen viel engagiert und glaube, es wird nicht der letzte Schritt sein, den wir in dieser Richtung gehen. Aber es ist wichtig, dass wir diesen ersten Schritt jetzt gemeinsam machen. In dem Sinne freue ich mich, dass das Ergebnis jetzt zustande gekommen ist.